Ja, damit hallo und herzlich willkommen zurück zum Drug Dealer Simulator. Die Sperrstunde fängt bald an und Risikofaktor, schon wieder. Huiuiui, wir müssen vorsichtig sein. Okay, warte mal, dann kann ich doch irgendwas freischalten. Ach nee, das war alles erst, wenn ich hier Respekt habe und hier. In meinem Viertel habe ich halt fast gar nichts. Fällt mir gerade so auf. Ich weiß gerade spontan auch gar nicht, haben wir was zu tun? Liefere. Was haben wir im Rucksack? Bloß Geld. Ach, stimmt ja. Ich hatte ja den falschen Stoff dabei. Das müssen wir noch richtig stellen. So, das kommt da rein. Okay, wir brauchen Kokain, was wir nicht haben. Habe ich das wenigstens schon bestellt? Ich hoffe, ich habe das wenigstens schon bestellt. 4 Gramm Amphetamin. Heroin habe ich halt noch gar nicht. Und 2 Gramm Kokain. Das kriege ich hin. Wir müssen Heroin bestellen. Aber ich glaube, ich habe gerade eine gute Menge vom Koks bestellt. War da nicht was? So, 4 Gramm hiervon. So, haben wir das. Und ich bin natürlich gerade auch geflüchtet. Ist super. Ich schau mal eben, habe ich schon bestellt? Und wenn ja, hoffe ich, das kommt bald. Oh, ist sogar schon bereit. Na, das ist ja klasse. Die Frage ist, ist das gerade der richtige Zeitpunkt, um derartige Mengen an Drogen zu holen? Ich guck mal, wo müssen wir eigentlich hin zum Verkaufen? Wir haben 2 Gramm. Okay, wir müssen hier hin. Das kriege ich hin. Ach, das Paket ist auch an sich relativ in der Nähe. Der will mehr. Und hier. Also die Deals sind relativ in der Nähe. Boah, ich hab halt inzwischen echt mies Schiss. Hier scheint's gerade im Moment safe zu sein. Wer bist du? So, du wolltest was, ne? Das kriege ich hin. So, der andere war in die andere Richtung. Aber ich muss mich halt trotzdem von den Cops fernhalten, weil ich eben gerade ein Geflüchteter bin. So, der wollte eine Menge. Das habe ich gerade nicht. So, der sollte irgendwo hier sein. Wahrscheinlich. Ach da. Moin. Ja, habe ich. Klar. Schon mal hier. So, dann holen wir jetzt noch schnell das Paket. Noch ist es nicht so schlimm. Ich bin zwar Geflüchteter, aber die Sperrstunde hat halt zumindest noch nicht angefangen. Und dadurch geht's gerade im Moment noch. Alter, da hat mal jemand richtig übertrieben. So, jetzt aber schnell nach Hause. Boah, shit. Ich habe halt gerade richtig viel dabei. Ich habe die halt nicht mal gesehen. Oh, shit. Ah, ich habe auch nicht mehr geschafft, den Rucksack wegzuschmeißen. Verflucht.
Oh, wir haben alles verloren, Alter. Wir haben gerade so viel Geld verloren. Verflucht nochmal. Ach, shit. Oh, verflucht. Ich muss jetzt erstmal irgendwie die Schulden zurückzahlen. Das macht mir halt alles kaputt. Ach, verflucht. Nein. Ach, scheiße. Okay, clean, Ich hätt's ja fast geschafft. Ja, den Rucksack habe ich dabei, also habe ich es nicht weggeschmissen. Ach, verdammt. Ich habe halt keine Ahnung, ob wir das schaffen von dem mit dem Stoff, den wir aktuell haben, unsere Schulden zu bezahlen. Vor allem müssen wir das halt auch erstmal alles loswerden. Wir haben halt ja, Kokainbestellungen offen. Wie viel Kohle haben wir denn? Wahrscheinlich gar nichts, ne? Ach, es geht sogar halbwegs. Aber es wirft uns halt trotzdem extrem zurück. Ja, Stamina wäre auf jeden Fall sehr praktisch. Wie viel müssen wir ihm denn zurückzahlen? Oder kann ich nochmal was bestellen? $300. Ja, das wird mich so oder so nicht besonders weit bringen. Ich würde es halt trotzdem möglichst gern abarbeiten. 3.100, Alter, Scheiße. Warte mal, wie viel müssen wir denn holen an Kokain? 34 Gramm und wir haben 14. Na, das schaffe ich nicht. Ich krieg, glaube ich, 12. Und für 31 Gramm Heroin wird es vermutlich auch nicht reichen. Ich schätze mal, das wird auch eher teuer sein. Aber wie viel sollte ich davon holen? Ich hab's schon wieder vergessen. 31 Gramm. Ich schaue einfach, ob es geht. Das wäre zumindest noch mal eine Möglichkeit. Nee, können wir uns nicht leisten. Nicht so gut. Das allerdings ist sehr gut. Das kriege ich nicht hin. Wobei, kann ich 19 Gramm bestellen? Wenn das geht, wäre das ja praktisch. Auch ganz knapp nicht. Gut, ich nehme es trotzdem mal an, einfach, dass wir eine Übersicht haben. Dann bestelle ich das nächste Mal so, dass ich eben alle Dealer glücklich machen kann, aber sonst nichts. Das kriege ich hin, gibt nochmal Kohle. Ja, das hier gibt nicht so viel Kohle, aber passt schon. Ich brauche, ich glaube, 2 Gramm. Gramm Heroin habe ich nicht, aber hier war, glaube ich, noch was. Gramm Amphetamin. Okay. Ich auch hin. Das war's, oder? Der muss mir die neuen Sachen dann nicht einblenden. Mir wäre die Liste tatsächlich sehr viel lieber, die mir aber jetzt gerade gar nicht angezeigt wird. Wahrscheinlich ist sie zu lang. So, was kann ich Gutes für dich tun? Auch das kriege ich hin. Hiervon zwei sind halt diesmal wirklich sehr kleine Mengen. Aber wir gehen auch Geld holen. Also von daher dürften wir schon hinbekommen. Aber es läuft aktuell nicht so optimal. Da drüben muss ich bezahlen.
Hier und dann links. Dann komme ich zu ein paar Leuten. Oh Mann, an den könnte ich was abgeben, aber ich habe jetzt nichts für ihn dabei. So, das hätten wir erledigt. 32 Dollar. Immerhin. Hier hinten ist jemand. Achso, das ist wieder er hier. Der will aber ein bisschen mehr. Wo müssen wir noch hin? Hier müssen wir liefern. Hier müssen wir liefern. Okay. Das ist beides im Stink, in der Stink, keine Ahnung. Halt hinten bei der Kläranlage. Ist ja für mich erstmal sehr gut. Mein Ruf hier ist bombastisch. Okay, ein Paket habe ich nicht. Ihr haut ab. Das ist sehr nett. Moin. Ja klar, habe ich dabei. Hier einmal. Die stehen beide so seltsam rum. 400 Dollar, das ist auch schon mal gut. Wird zwar noch nicht reichen, aber es ist ein Anfang. Das ist auf der anderen Seite von der Grenze. Ja, nee, mache ich nicht. Bist du irre? Weißt du was? Wobei, nein, ich kann gerade einfach nichts verschenken. Das kann ich mir halt aktuell einfach gar nicht leisten. Und das war natürlich jetzt auch wieder direkt zu Beginn sehr schlecht für mein Konto. Für 2 Gramm darüber zu gehen, es rentiert sich halt einfach überhaupt nicht. Klar, ich muss sie wieder zahlen. Alter, das wird ja immer teurer. Ja, aber Digga, nicht für 2 Gramm. Da renne ich lieber mal über die Grenze. Aber doch nicht so. Das Problem ist, ich muss dann hin und zurück über die Grenze. Okay. Ich muss hin und zurück über die Grenze rennen. Weil ich. Ja, beim ersten Mal habe ich eben Stoff dabei. Da kann ich natürlich nicht rüber. Und wenn ich zurück möchte, ja, da zähle ich halt als Geflüchteter. Ist alles nicht so optimal, wie man sich das wünscht. Okay, von denen halte ich mich fern. Die laufen schon verdächtig in die Richtung von meiner Bude. Was soll denn das? Ich wünschte halt, man könnte sich irgendwie so ein bisschen gegen die Polizei wehren. Sodass vom Prinzip nicht die holen dich ein und du bist gleich gefangen, sondern vielleicht kannst du dich nochmal losreißen und nochmal wegrennen und schaffst es dann. So eine zweite Chance praktisch. Das fände ich ganz cool. Okay, wir brauchen insgesamt 50 Gramm Heroin und 60 Gramm Kokain. Nur um unsere Dealer glücklich zu stellen. Aber ich kann mir das gerade nicht leisten. Prinzipiell müsste ich jetzt erstmal sehr viel Gras loswerden. Ich meine, das hier ist halt Geld. Aber es ist zu riskant. Ich würde den kompletten restlichen Tag als
als Geflüchteter rumrennen. Das heißt, ich würde immer angehalten. So, warte mal, ich pack das wieder ein. Sorry. Okay. Achso, das war hier. Ja, gut. Dann würde ich sagen, ich warte in der Zwischenzeit jetzt zwischen den Folgen mal ein bisschen ab, ob wir nochmal den einen oder anderen Auftrag bekommen. Aber momentan, ja, sieht nicht gut aus. Hoffen wir mal das Beste. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin euch noch einen wunderschönen Abend. Macht's gut und ciao.